Bin ich wieder auf den letzten Metern hier in der Legion Alpha und ja, was mache ich hier? Ihr seht schon, ich reite durch den Regen. Es regnet in Strömen. Ich muss mal kurz ein Bild machen hier davon. Ja, nämlich, wir sind weiterhin beim Azuna Let's Play und zwar beim letzten Quest-Step. Deswegen, es geht jetzt zu Piraten. Ich habe gerade quasi einen abgeschlossen in der letzten Folge, eh zwei Stück auf einmal. Und hier sind jetzt meine Piratenkollegen. Ich habe da nämlich extra für diesen Quest-Step im letzten Teil jemanden befreit, damit ich hier schön hingeleitet werde. Nehmen natürlich, ja, keine Ahnung, ey. Da habe ich anscheinend noch keins von, deswegen nehme ich das. Und nehme die anderen Quests noch an. Nicht so umfangreich hier, muss ich sagen. So, gib dann das nochmal kurz ein, damit ich das einfach mal habe. Und gib ein bisschen mehr Item-Level. Mehr nicht. Gehen kann ich das sowieso nicht, ohne dass ich in die Klassenhalle zurückgehe. Und das werde ich jetzt hier nicht tun. So, ich muss jetzt davon 12 Stück killen. Scheint mir so. 5 Makra-Chunk. Anscheinend habe ich die schon. Keine Ahnung, was das jetzt wieder ist. Und eine Königin töten. Außerdem. Sailor befreien. Ah ja, genau, deswegen. Also man kann quasi hier die töten, um dann wiederum die Sailor daneben zu befreien. Deswegen wird man wahrscheinlich mehr davon töten, als nötig ist eigentlich. Ich glaube, die kann man einfach anklicken, genau, aber gut. Ah. Vor allen Dingen brauchen wir auch weniger Sailor. Naja, das ist jetzt die nächste Quest. Einmal reinfliegen, das sieht halt immer schon cool aus, finde ich. Gerade auch wenn man im Wasser fliegen kann, hat das doch was. Könnte natürlich auf letzten Metern auch nochmal umskillen auf die andere Quest, aber nein. Tot. Nächster Soldat. Heilen. Oh, guck mal, da vorne ist einer alleine, da gehe ich doch mal direkt hin. Die auch töten. So. Die Goblins oder von die anderen kann ich halt umbringen. Naja, geht beides. Dann gehe ich doch jetzt mal zu der Königin schon mal, damit ich das einfach weg habe. Das ist ein nerviger Kampf, den ich in Erinnerung habe. Man muss nämlich hier unten runter in so eine Grotte schwimmen. Also das ist nicht nervige, der nervige Teil. Der nervige Teil kommt dann gleich. Und da ist gleich noch so ein Makraana Warrior oder wie sie auch immer heißen mögen. Oh. Wenn ich jetzt hier hochfliege, was passiert dann? Geht auch unter Wasser. Okay, habe ich noch nie ausprobiert. Ich meine, ich konnte mir jetzt vorher nicht vorstellen, dass die Sache nicht geht, aber dennoch nice to know, dass es geht. Wie ich finde. So. Oh, da kämpft, glaube ich, gerade einer gegen die, ne? Yay, da werde ich mal direkt mich ranhängen, weil das ist nämlich sehr, sehr angenehm, dass ich das nicht selber alles machen muss. Ey, ja, das dauert sowieso noch eine Weile, von daher. Ich glaube, wir sind sogar zu zweit, ey. Dass das um die Zeit neue Leute machen hier. Also müsst ihr euch vorstellen, man wartet nur darauf, dass die Alpha runtergefahren wird, ja, im Prinzip. Letztlich ist nichts anderes. Aber okay. Soll ja nicht uns stören, ne?
Sogar ein Tank. Sich gerade. Death Warrior. All diese Charts werden weg. Also ich muss sagen, ich würde hier nichts mehr machen, wenn ich jetzt wüsste, morgen ist es eh weg. Also, das ist halt vor allen Dingen gemacht, um nochmal die Quest natürlich für euch einfangen zu können, ja? Das macht ja schon Sinn. Sage ich jetzt mal. Würde auch Sinn machen, sich hier zusammenzutun, eigentlich. Trotzdem werden wir es nicht machen, sage ich euch. Ach, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier kein aufdringlich sein und so, ne? Und die anderen, keine Ahnung, haben keinen Bock auf mich. Wer will schon was mit Schurken zu tun haben? Nein. Die Allianz, Horder? Der Night Elf, der kann auch nicht. Den invite ich mal. Kann er dann selber entscheiden, nicht zu machen. Das wird schneller gehen, wenn wir das jetzt zusammen machen. Fix. Ich hasse solche Quests, wo ich so viel killen muss und dann auch noch irgendwelche Leute befreien muss für das hier. Er soll ruhig weitergehen, also das ist kein Problem für mich, weil ich kriege das ja mit angerechnet. Geht ja jetzt echt nur darum, also das Killen würde ich ja schon schaffen, aber die Leute befreien, dass man das halt sich nicht wegnimmt, ne? Das ist schon viel wert, denke ich. You do not belong. I'll kill you for the queen. So, deswegen heißt es, ich habe mich schon gewundert, warum das irgendwas mit Queen zu tun hat, aber wahrscheinlich geht es hier halt an der Stelle darum, dass die von Queen Achara ja kommen, ne? Didn't see that coming. Oh, da sind noch welche. Rare. Aber der Typ ist anscheinend fertig. Damn it. Ich hatte gehofft, das Ganze geht weiter. Ich muss nicht. Wir machen quasi, was ist das hier? Das war anscheinend irgendwas, was ich eigentlich hätte machen müssen, aber dann doch uneigentlich nicht machen muss. Keinen Plan. Hört sich jetzt komisch an, ich weiß. Aber ich denke, ihr wisst, was wir machen. Mal, ne? Phasing, Bugs und so weiter gibt es ja auch auf dem Live-Server. Ist das so? So, 9 von 10. A taste of my venom and you'll be mine. Okay. Ob der Gedanken kontrollierendes Gift hat oder was meint er damit? Ja? Keine Ahnung. Nichts Besonderes hier. Aber ehrlich gesagt will ich ja auch gar nicht irgendwas Besonderes hier noch machen, sondern ich möchte einfach diese Quests abschließen. Dafür brauche ich Soldaten. Also, genauer gesagt, einen Soldaten. Ach doch nicht. Das heißt übrigens Queens, weil anscheinend die das Schiff irgendwas mit Queens hieß. Okay. Sorry. Das war auch mein erster Gedanke, aber dann habe ich jetzt halt hier wieder irgendwas mit Königin gehört. Und dachte halt irgendwie aus irgendeinem Grund, das muss ja was mit Achara zu tun haben. Und ja, oh, nicht geklappt. Ach, das wäre lang genug gewesen. So, das ist schon mal fertig. Keine Folgequest. Zwei Typen noch killen. Wird ja nicht so schwer sein. Habt ihr auch den Eindruck, dass diese anderen Typen hier, also die hier, schneller gehen? Ja. Oh.
Da vorne den. Das schon irgendwie ganz cool aus, finde ich. Ja, die hier, ne? Also ich meine, die haben einfach weniger Armor, denke ich. Naja, gibt das schon Sinn. Okay, da muss ich zurückgehen. Warum auch immer das andere sich von alleine abschloss und ich hier zurückgehen muss. Aber hey, ich bin hier nur Gast. Ich bin hier nur Spieler. Ja. Hallo. Hello. Ach, schön, dass du auch so nett Hallo sagst. Oh, haben wir einen neuen Ring noch? Ja, sehr nett. Hose brauche ich nicht, danke. Und irgendwelche Schuhe da. See you around. Halt. Krieg ich keine neue Quest? Oh. Was habe ich irgendwas vergessen hier? Ich guck gleich mal, wartet. Erstmal tausche ich den Ring hier aus. So. Oh. Ach ja, da hinten. Das habe ich vergessen. Wollte schon sagen. So, habe ich das jetzt... habe ich das jetzt abgeschlossen? Weil doch, das war ja... Anscheinend bin ich jetzt fertig. Dumm. Würde ich sagen, nehme ich das als alle Quests erledigt. Yay. Noch geschafft auf jeden Fall innerhalb dieser Alpha. Aber wir können hier noch Sachen machen, von daher, das machen wir natürlich noch fertig, ohne Frage. Dennoch scheint, dass ich alle Dinger fertig habe. War ja hier ein langweiliger, man denkt da, zwei Dinger, oh, da haben wir ja noch viel zu tun, ne? Aber ist gar nicht so viel, so, was soll ich jetzt machen? Achso, genau, Chest irgendwo unten. Mal rein. Was ist das eigentlich für komische... ja, gar keine Murlocs. Ich dachte irgendwie, es wären Murlocs. Das sind Goblins. Fällt mich jetzt erst auf. Da hinten ist der... Ah ja, tatsächlich ist ein 103er. Okay, das war anscheinend kein GIF, was mich so richtig tötet. Und ich soll nach Dalaran zurück. Das ist doch eine nette Abschlussquest für Azuna. Also, dass sie nach Dalaran zurück soll. Ist natürlich ein kurzer Teil, ein extrem kurzer Teil. Aber hey, vielleicht gibt es in Dalaran gerade ein nettes Abschlussevent. Das wäre geil. Blizzard, strengt euch mal an. Kann ich auf jeden Fall noch die Waffe aufladen. So viel Attack Power, Artefakt Power, wie ich hier habe. Wetten, der unterbricht mich beim Casten noch. Nein. Schafft er nicht. Ach ja, das ist übrigens der neue Loading Screen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Okay. Next. War aber tatsächlich nicht aufgefallen, dass ich das geschafft habe. Ich dachte irgendwie. Ja, noch. So. What is it? Das ist wahrscheinlich auch jetzt erst, ne? Wetten? Victory, jetzt taucht es erst auf. Ja, jetzt habe ich erst das Suna Matata. Seht ihr mal. So hat er mich angeschwindelt, dieses Achievement Window. Wunderbar. Noch einen schönen Umhang. 727. Ich glaube, ich bin echt hier von 680 bis 727 hoch gelevelt. Das ist geil, das ist cool. Und habe euch zwei verschiedene Ausrüstungsgegenstände, beziehungsweise zwei verschiedene Artefakt-Dinger und überhaupt gezeigt. Die Artefaktwaffe hier lade ich einfach nochmal auf mit allem, was ich habe und gehe nochmal rein, weil wir noch ein bisschen Zeit haben. Leider im Moment hier kein cooles Abschlussevent. Finde ich ein bisschen schade. Oh, guck mal, der hier ist geil. Ach nee, doch nicht. Ich habe heute so einen Tauben gesehen, der hat einen richtig geilen Ashbringer gehabt. So. Oh, das ist der falsche Shop. Entschuldigung. Entschuldigung, ich wollte echt zum Friseur. Und hier rein. Hallo. Good day to you. See you later. Oh, Schurkenklasse ist ja ein bisschen witziger zu betreten. Also ich finde das cool.
Ja, ich weiß nicht, Schurken, falls ihr euch da aufregt, aber irgendwie finde ich das geil, dass ihr einfach direkt unter der Nase von allen anderen lebt und ja, ne, da euer Hauptlager habt. Mich würde interessieren, wie ihr das seht. Hier muss ich gar nicht hin, ne? Doch, der hat da eine Quest. Ich weiß nicht genau, was für eine Quest, aber einfach mal, ne? Well met. Gut, Garona, Half-Orken Be und careful. Vanessa von Cleef als Follower. Alles klar, mach ich mal kurz weiter. Any friend of Who's Greymane is a friend of next? mine. Make them pay. Mir eigentlich egal. Ich will hier einfach nur jetzt eben die Artefaktwaffen aufladen. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, da reinzugehen, aber das ist halt die Missions- bzw. die Helden, das ist ja ein bisschen anders. Also keine Sorge, ist nicht so wie Walls of Draenor Geschichten. So. Ich habe jetzt das als erst gehabt, habe ja das zwangsläufig als falsch, du musst mich da entscheiden in diese Richtung. Und hier kriege ich halt, einfach mal das hier. Ich habe nämlich hier, Increase Damage Dealt by Run Through, also durchrennen, das müsste das hier sein. Insgesamt um 6%. Also halt so ein normales Teil einfach, ne? Naja. Puh, ja, jetzt habe ich echt diesen letzten Teil sehr kurz gehalten. Kann ich aber auch irgendwie nichts für. Hier die Quest mal machen. Zwei Minuten noch, die geht ja sogar ganz schnell. Egal. In jedem Fall. Danke euch fürs Zuschauen. Das war das Azuna Let's Play mit diesem heutigen letzten Teil. Ich habe keine Ahnung, der wievielte Teil. Den Überblick verloren. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich habe Gott sei Dank noch alles in der Alpha aufgenommen. Beta is coming, Beta ist draußen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Alle Informationen auf venian.eu. Grain und ich haben da alles für euch präsentiert. Ich hoffe, ihr schaut vorbei. Bis zum nächsten Mal, euer Venian.